Ja, guten Abend, Frau Simantke, da sitzt sie, ne? Einfach mal aufstehen, damit jeder sie sieht. Darum geht's ja, damit jeder sich einen Eindruck machen kann. Ja, das ist ein ziemlich besonderer Anlass, dieser Preis, der sich auch in vielerlei Hinsicht unterscheidet von anderen Kategorien. Und ich glaube, man kann darüber für Sie vielleicht auch was erklären, was so etwas Ähnliches ist wie das Coca-Cola-Rezept für ein neues Storytelling. Das ist ziemlich anspruchsvoll, aber ich glaube, dahin kann man das sehen, weil das Besondere von dieser Geschichte und dieser Methode war, dass ein Thema, was sehr stark dem Mainstream unterliegt im Wirtschaftsjournalismus, nämlich das, was die Troika macht, was in Griechenland passiert ist, hat sie ganz anders entziffert, ganz anders beschrieben. Es gibt ja eine Übereinkunft im Journalismus, in den Medienkritikern, in vielen Foren, wenn es um Kritik geht, nämlich fast alle, von Giovanni Di Lorenzo bis was weiß ich wohin, sagen, der Mainstream ist sozusagen das Krebsgeschwür des Journalismus. In vielen anderen Punkten ist man sich nicht einig, aber eigentlich in fast allen Podien können da alle einstimmen. Jetzt macht Frau Simantke was Besonderes. Sie wendet sich gegen diesen Mainstream und zwar in einem ziemlich gefährlichen Gebiet, dem Wirtschaftsjournalismus. Da ist es besonders heikel. Im Wirtschaftsjournalismus ist die Linienführung noch stärker als in anderen Genres, meiner Ansicht nach die Pluralität geringer. Hat verschiedene Gründe, kennen Sie alle, muss ich Sie nicht mit beschäftigen. Also, sie nimmt das journalistische Defizit der Wirtschaftsberichterstattung, gerade über die Falling States in Südeuropa, im Rahmen der ganzen Debatte zum Anlass, tiefer zu schüren und vor allen Dingen zu analysieren, wie mit staatlicher Hilfe einzelne Länder bis zur Funktionsunfähigkeit saniert werden. Ihnen wird vielleicht aufgefallen sein, dass jetzt, nachdem es den Break gab und der griechische Präsident wieder gewählt worden ist, man sehr, sehr wenig hört über Griechenland, gemessen an dem Thema vorher. Ich kann Ihnen den Inhalt nicht wiedergeben, Sie werden das sowieso lesen, weil es sich lohnt, und will Ihnen nur einige Ableitungen aus diesem Projekt mitteilen, die vielleicht auch für andere Mediengattungen wichtig sind. Elisa Simantke, unsere ausgewählte Newcomerin, zwischenzeitlich natürlich etwas ausgereift, hat etwas getan, was wirklich ungewöhnlich ist, und zwar in einer multimedial angelegten Geschichte die Prozeduren der Privatisierung im Einzelnen nachgezeichnet und sich damit von den Narrativen der Administration der EU-Kommission abgesetzt, Glaubenssätze vermeintlicher Experten in Frage gestellt und sich den Ressentiment-Schleudern des ziemlich langen Boulevards entzogen. Also kein Griechenland- oder Ost-Südeuropa-Bashing, ganz bewusst nicht, sondern ein Antistück zum Mainstream. Das Tagesspiegelprojekt ist meiner Ansicht nach ein Muster für Qualitätsjournalismus, von dem viel geredet wird, man ihn aber selten so genau besichtigen kann. Alles, was der Mainstream falsch macht, macht sie anders und überzeugend richtig. Ich versuche mal, das, was da vorgelegt worden ist, in den fünf Prinzipien darzulegen. Das Simantke-Prinzip Nummer 1 heißt meiner Ansicht nach Kontext statt Convenience. Kontext statt Convenience. Was macht sie? Sie besichtigt die Arbeit der Troika ganz genau in allen Facetten und zeigt dabei, wie es zu einer gezielten ökonomischen Destabilisierung des Landes, der Länder doch kommt. Das Besondere ist aber, der große Text, das Ganze, ist in einem Kontext eingebettet und hat immer eine zeitgeschichtliche Perspektive. Also die Gegenthese zum Convenience-Journalismus, der grassiert, der immer häufiger nur die Zutaten, die extern zubereitet werden und übermittelt werden, neu zusammenmixt. Also ganz wichtig, erste Semantik-Prinzip, Kontext statt Convenience. Das zweite Prinzip heißt Reisen statt Routine. Auch ganz einfach. Sie werden es als selbstverständlich nehmen, dass Journalisten dorthin reisen, worüber sie berichten, aber nein, das kann man nicht selbstverständlich sehen. Ich glaube, dass eine große Qualität dieser Produktion ist, dass Sie auch mit Unterstützung eines Stipendiums der Augstein-Stiftung mit EasyJet und Schlafsack in die Länder geflogen ist, dort geblieben ist, länger, mehrere Wochen. Und das merkt man der ganzen Produktion an, sie ist substanziert. Für Sie, was Sie wahrscheinlich nicht für möglich halten, ist es gar nicht selbstverständlich, Direktquellen zu nutzen. Und sie macht noch was Zweites, sie arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort und nutzt deren Ressource. Auch das ein simples Mittel, zu selten angewandt. Das dritte Simantke-Prinzip lautet Ausführlichkeit statt Echtzeit. Also, sie
breitet ihre Thesen, ihre Positionen sehr intensiv aus und wendet sich gegen die Pest der Echtzeit, die meistens nur recht oberflächlich irgendwelche Symptome angeht. Das hat einen großen Nutzen für die Story, weil sie mündet in eine Ausführlichkeit. Auch das ein Prinzip, fast so wie ein altes Rezept vergessen. Ausführlichkeit ist heutzutage eine Tugend und die wird hier gepflegt. Tiefe statt Secondhand-Berichterstattung, eine wirklich große Ausnahmeerscheinung. Das vierte Prinzip, Semantik-Prinzip, sie arbeitet multimedial. Multimedial statt Secondhand. Und zwar bedeutet das, dass sie auch, wie sie selbst sagt, mit gelegentlichen wackeligen Videos aufwartet. Aber sie kriegen, wenn sie alle Elemente, Karten, gute Grafiken und anderes zusammennehmen, ein unglaublich klares Bild. Also eine vierte Kette des sogenannten Qualitätsjournalismus. Und fünftens, das ist vielleicht das Wichtigste, muss man auch selbstkritisch sagen, sie nutzt die Zeit produktiv, also Zeit produktiv nutzen, statt nur in kurzen Einheiten arbeiten. Weil, das hat sie mir nochmal erzählt, das ist ungewöhnlich, in dem ganzen Projekt stecken Monate, keine Übertreibung, nicht nur Tage, Monate, Wochen und auch ein Team, was vom Tagesspiegel dann beigesteuert worden ist für die visuelle Umsetzung. Also was kann man daraus lernen? Mein Zwischenfazit: Alles, was heute unter Qualitätsjournalismus läuft, was diskutiert wird, finden wir bei Europoly. Und zwar Kontextbezug, der kritische Blick fürs Ganze, Nutzung vielfältiger Quellen vor Ort, Ausführlichkeit, Visualisierung. Also was auf den Messen immer unter neuem Storytelling diskutiert wird und wo Berater sich eine goldene Nase verdienen, einfach mal die Seite des Tagesspiegel von Frau Semantke ansteuern und man hat das. Übrigens, die Autorin ist Volkswirtin und hat jüngst in einem Interview bekannt, dass sie gar nicht grundsätzlich gegen Privatisierung ist. Also sie ist eigentlich im Grunde wirtschaftspolitisch im Mainstream, aber die Realität hat sie doch auf andere Gedanken gebracht, war mein Eindruck, um das so erstaunlicher, das offen zu legen, was auch nicht selbstverständlich ist. Also sie hat ihre Befunde ergebnisoffen ermittelt. Aber für uns gibt es sozusagen eine kleiner Schnitzer bei der Auszeichnung. Die nun, glaube ich, 30 Jahre alte Preisträgerin fällt unter die Gruppe der Newcomer. Weiß nicht, was ich Ihnen gesagt habe, wissen Sie ja selbst, hat mit Newcomer wenig zu tun. Der Duden definiert diesen eingewanderten Anglizismus als, Zitat, jemand, der in einer Branche, einem Geschäft und oder Ähnlichem neu ist, noch nicht viel Erfahrung, aber einen gewissen Erfolg hat. Als Synonyme schlägt der Duden die Worte Anfänger, Anfängerin, Neuling vor. Also fast schon eine kleine Beleidigung. Das alles trifft bei Frau Semantke nicht zu. Sie hat mit ihrem Team ein wunderbares Projekt am Beispiel der Griechenland und anderer Länder Privatisierung gemacht und hat alten Hasen im Wirtschaftsjournalismus vorgemacht, wie es geht. Ein Muster mit Wert. Gratulation. Der Newcomer-Preis für Elisa Semantke und ihr multimediales Recherchedossier. Europoly, kommen Sie zu uns. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch, Elisa Semantke. Ein ziemlich beunruhigender Einblick ist das in die Vorgänge rund um die Privatisierung in den Euro-Krisenländern, abgesegnet und sogar vorangetrieben von der Troika in Brüssel. Thomas Leif hat es gerade schon gesagt, es ist ein Dossier gegen den Mainstream. War Ihnen das ein besonderes Anliegen angesichts der Berichterstattung, die es sonst so über Griechenland und die anderen Krisenländer gab? Ja. Also ich bin noch ein bisschen angefasst von der Festrede. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kritischen Journalisten passt, dass ich jetzt mich da gleich gerne leidenschaftlich streiten würde, weil ich finde, um mal eine Frage zu stellen, warum werden solche Begriffe wie Gesinnungspolizei vor allem dann verwendet, wenn es um, sagen wir mal, Gutmenschen geht. Das auch so ein Begriff geht. Bei der Griechenland-Berichterstattung gab es ein unhinterfragtes Narrativ.
Und ich finde Widerspruch dann wichtig, wenn Narrative durch Sprache absichtlich gesetzt werden. Und bei Griechenland haben wir ein solches Narrativ, wir haben eine Diskussion, die gekippt ist. Wir reden von Hilfspaketen, wir reden von Rettungsschirmen und all das in neutralen Nachrichtenbeiträgen. Das ist ein Narrativ, das nicht mehr hinterfragt wird. Und ich finde, wenn wir schon so weit sind, und ich sehe eben auch bei der Flüchtlingsproblematik oder wie man immer sie nennen möchte, auch die Gefahr, dass es in eine Richtung kippt, die ein Angstnarrativ wird. Und dazu gehören eben auch Begriffe wie Flut, Lawine und so weiter. Mhm, also. Und bei Griechenland war es eben so, dass ich den Eindruck habe, dass diese eigentlich sehr ökonomische Debatte völlig unnötig moralisch aufgeladen wurde. Da geht es um Dankbarkeit, um Schuld. Also jeder Ökonom weiß, dass es einen Schuldner und einen Geldgeber braucht und dass nichts davon moralisch zu bewerten ist. Und diese Debatte ist in Deutschland so stark, dass ich denke, die einzige Art und Weise, wie man eben dagegen ankommen konnte, war sich die Fakten vor Ort anzugucken. Und wenn man sich mit Privatisierungen auskennt, dann weiß man, dass man für Privatisierungen einen stabilen Markt braucht. Man braucht viele Bieter, man braucht gute Preise und man braucht Zeit. Und all das war, und das war ja vorher offensichtlich, in Fragen wie Griechenland und Portugal nicht gegeben. Es war also relativ offensichtlich, dass diese Privatisierungen vermutlich problematisch sein werden. Und dass es so katastrophal ist, wie es dann am Ende sich vor Ort rausgestellt hat, das war ergebnisoffen. Wann kam Ihnen der Vergleich zu dem Spiel Monopoly in den Sinn, der das ganze Dossier, finde ich, sehr anschaulich macht? Es ist eine hochkomplexe Recherche, die Sie da uns vorlegen, aber es kriegt eine sehr gute Struktur, indem Sie das in diesen Vergleich mit Monopoly packen. Ja, also dass Monopoly an sich naheliegt, wenn man irgendwie über überhöhte Preise, Zocker und so nachdenkt, das war relativ schnell klar. Dass ich die Metapher dann so durchgezogen habe, habe ich meinem Freund zu verdanken, weil ich natürlich so als Wirtschaftsjournalistin wahnsinnig ernsthaft unterwegs war und solche Rechercheergebnisse sich zu trauen, sie sozusagen auf eine Art und Weise aufzuschreiben, die spielerisch ist und dadurch sich auch bis zu einem gewissen Punkt angreifbar macht, weil immer, wo man sozusagen vereinfacht und irgendwie Dinge netter darstellen will, macht man sich natürlich irgendwie angreifbar in seiner Seriosität, sage ich mal. Das habe ich mich getraut, weil es noch Menschen um mich herum gab, die gesagt haben, das muss man auch verstehen, was du schreibst. Das tut man, sehr schön. Stichwort EasyJet und Schlafsack. Sie sind ja viel gereist für dieses Dossier, auch mit Hilfe eines Stipendiums. Wer hat Sie denn bei Ihren Recherchen vor Ort unterstützt? Das klang auch schon so ein bisschen an, dass Sie da mit anderen zusammengearbeitet haben. Ja, es gab vor allem zwei Kollegen, Nikolas Leontopoulos in Griechenland und Paulo Penna in Portugal. Das waren zwei wahnsinnig gute Journalisten vor Ort, die auch, womit ich nie gerechnet hatte, ganz selbstlos ihre Rechercheergebnisse mit mir geteilt haben, die sich gefreut haben, dass vor Ort jemand hinguckt, die mir einfach Zugänge ermöglicht haben zu Gesprächspartnern, die natürlich von Deutschland aus sehr schwierig zu organisieren sind. Man müsste sich das mal andersrum vorstellen, es kommt ein ausländischer Journalist nach Deutschland und sagt, ja, ich würde jetzt übrigens gerne hier eurem Minister für Dings mal ein paar kritische Fragen dazu stellen. Außerdem könntest du mir heute Abend noch irgendwie beim Abendessen helfen und mich mit deinem Motorroller quer durch die Stadt fahren. Ich glaube, fast jeder deutsche Journalist wäre davon überfordert. Bei den beiden war es selbstverständlich, ohne dass ich überhaupt danach fragen musste. Und das hat eine wunderbare Basis für die Zusammenarbeit gegeben. Und ich bin Ihnen immer noch wahnsinnig viel schuldig. Ich bin gespannt, ob Sie es irgendwann einfordern. Was haben Sie über die zweifelhafte, sehr zweifelhafte Rolle der Troika denn gelernt bei Ihren Recherchen? Was kam da Neues für Sie? Na, das Spannende ist, wenn man sich diese ganzen Fälle einzeln anguckt, dann sind es kleinere bis mittlere nationale Skandale, die in den Ländern auch teilweise schon bekannt sind. Aber erst, wenn man sich sozusagen sie der europäischen Perspektive anschaut, sieht man, dass es Muster gibt. Und diese Muster sind angelegt in diesen Verträgen. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, so ein Memorandum of Understanding, wie es wunderschön heißt, sich mal durchzulesen. Die sind gar nicht so kompliziert, die sind auf Englisch zugänglich und man sieht halt, wie Wort für Wort Sachen vorgegeben werden, die, sagen wir mal,
naja, diese Skandale bis zum gewissen Punkt auf jeden Fall mit provoziert haben. Ich würde nicht sagen, dass sie die einzigen Ursachen sind, sie sind auf fruchtbaren Boden gefallen, aber sie sind nicht, diese Verträge sind nicht das Heilsversprechen, wie wir es zumindest aus Brüssel und aus Berlin häufig signalisiert bekommen haben. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die diese Verträge gelesen haben, aber sie sind wirklich nicht besonders kompliziert. Das Dossier ist regulär in der Printausgabe des Tagesspiegel erschienen, aber eben auch als sehr gut gemachtes Multimedia-Projekt mit Texten, Bildern, Videos, interaktiven Grafiken auf den Online-Seiten des Tagesspiegel in Deutsch und in Englisch. War Ihnen diese multimediale Form auch sehr wichtig? Schien die Ihnen auch besonders geeignet für dieses Thema? Ja, also und die multimediale Erzählweise war vor dem Print. Also das ist mir eigentlich immer wichtig. Das war eigentlich in erster Linie ein Multimedia-Projekt, dessen Essenz dann auch im Tagesspiegel erschienen ist, weil das, finde ich, die einzige Möglichkeit war, auch das Ganze für Leser außerhalb Deutschlands zugänglich zu machen. Und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Perspektiven, die im deutschen Journalismus fehlt. Wir haben wenige europäische Medien, vielleicht die FT, vielleicht den Guardian, weil die eben auch auf Englisch zugänglich sind. Und mir war es sehr wichtig von Anfang an, dass eben auch in den Krisenländern die Leute lesen können, dass ihre Probleme in anderen Ländern eben genauso auftreten. Und das sozusagen nicht auf den deutschen Leser, und den, für den das natürlich schon irgendwo geschrieben war, aber auf unseren Sprachraum beschränkt bleibt. Und da dass der Tagesspiegel das dann noch in seiner Mittwochsausgabe auf 4 Seiten abgedruckt hat, hat mich auch sehr gefreut, aber dafür hätte ich nicht alleine irgendwie monatelang gearbeitet. Vielen herzlichen Dank, Elisa Simanko. Nochmal herzlichen Glückwunsch.